Der Geschenkzauber ist der einzige Zauber im Spiel, den sich alle vier Völker unverändert teilen. Der Abkürzungszauber hat besondere Eigenschaften für jedes Volk und der Umwandlungszauber ist ebenfalls für jedes Volk anders. Und es ist nicht schwer zu erkennen, wieso dieser Zauber nicht einem bestimmten Volk vorbehalten ist. Er ist einer der mächtigsten im Spiel. Bei jeder Anwendung erzeugt der Zauber 3 bis 5 zufällige Warenstapel, deren Inhalt die Wirtschaft einer Siedlung in nahezu jeder Situation unterstützen kann. Aber wie teuer sind die entstandenen Rohstoffe und gibt es vielleicht doch Unterschiede zwischen den Geschenken der vier Völker? Eine Sache, die mir vorher nie wirklich aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass der Zauber bei jedem Volk unterschiedlich viel kostet. Die Wikinger bekommen mit einem Preis von 8 bis 32 Male die günstigste Variante, gefolgt von den Mayas und Trojaner mit einem Preis von 10 bis 40. Die Römer bekommen die teuerste Version mit einem Preis von 12 bis 48. Da die Mayas und Wikinger auch unterschiedliches Baumaterial benötigen, wäre es auch interessant zu wissen, ob die Geschenke der Mayas vielleicht mehr Stein und die der Wikinger vielleicht mehr Bretter enthalten. Wie bereits erwähnt, erzeugt der Zauber 3 bis 5 zufällige Warenstapel, die jeweils 2 bis 8 Waren enthalten. Diese Warenstapel sind aber auf 8 verschiedene Waren beschränkt. Hämmer und Spitzhacken, Schwerter und Bögen, Bretter und Stein sowie Eisen und Goldwaren. Da hier viel Zufall im Spiel ist, halte ich es für am besten, die durchschnittlichen Mana-Kosten pro Item zu ermitteln. Aber da hier viel Zufall im Spiel ist, brauchen wir auch eine große Stichprobe, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Ich spreche hier von 4-stelligen Zahlen. Und den gleichen Zauber so oft per Hand zu verwenden, ist sowohl anstrengend als auch fehleranfällig. Abgesehen davon, dass man es für alle 4 Völker machen müsste. Also habe ich eine Testmap erstellt und ein Skript dazu geschrieben, welches den Zauber automatisch entlang der Map-Koordinaten auslöst. Das Spiel weigert sich aber irgendwann, weitere Warenstapel zu spawnen, weshalb ich die Sequenz immer nur für ein Volk gleichzeitig durchführen kann und die anderen auskommentiert werden müssen. Aber auf diese Weise können wir locker 3000 Casts in einer angemessenen Zeit durchführen und müssen die Ergebnisse danach nur ablesen. Das Ganze für alle 4 Völker zu wiederholen ist dann keine große Sache mehr und wenn es keine Unterschiede gibt, können wir sogar alle 4 Proben zu einer großen zusammenfassen. Ich fasse die Ergebnisse mal kurz zusammen. Knapp 30 Stück auf Gustav, bevor mir liefen sie fort, haben sie nun Tabu, wie es gestern, meine Lappen, wie die Gülen, als der Fuß. Kurz gesagt, es gibt keine Unterschiede zwischen den Völkern. Und ich meine wirklich keine. Die Ergebnisse für die Römer, Mayas und Trojaner waren komplett identisch. Die Wikinger hatten etwas andere Werte, was ich aber eher darauf zurückführe, dass irgendwo einzelne Zauber nicht korrekt ausgeführt wurden. Und die Ergebnisse waren auch bei jedem Durchlauf identisch, was aber niemanden überraschen dürfte, der sich etwas mit Programmierung auskennt, denn echter Zufall kann von einem Computer nur schwierig bis gar nicht simuliert werden. Aber der Zauber kann durch Safe-Scumming manipuliert werden und ein weiterer Test bestätigte, dass auf jeden Fall die Spielzeit eine Rolle spielt. Da das Skript aber immer exakt gleich abläuft, sind auch die Ergebnisse immer identisch. Ob weitere Variablen wie der Kartenname, Größe oder Aufbau eine Rolle spielen, kann ich nicht sagen, halte ich aber auch nicht für relevant, da sie im normalen Spiel sowieso außerhalb unserer Kontrolle liegen. Stein und Bretter waren etwa gleichwertig und machten gemeinsam etwa 36% der Waren aus. Es folgten Eisenbarren und Goldbarren mit etwa 27%. Die Werkzeuge und Waffen machten jeweils etwa 9% aus. Ich blende die Gesamtwerte ein, für die Römer müsst ihr die durchschnittlichen Mana-Kosten um 25% erhöhen, für die Wikinger könnt ihr 25% abziehen. Wenn man sich jetzt nur diese Ergebnisse ansieht, könnte man meinen, dass die Römer benachteiligt werden, aber man muss auch mindestens ihre übrigen Zauber sowie die Tatsache, dass sie die kürzeste Mana-Produktionskette besitzen, bedenken. Für sich betrachtet sind diese Werte nicht allzu aussagekräftig, aber das hier sind die Werte, an denen sich alle Zauber, die diese Rohstoffe erzeugen, messen müssen.